YouTube, was geht? Hier ist euer Fashion Bro Patrick von Always Overdressed. Und heute begrüße ich euch mal wieder nach längerer Zeit zu einem neuen Sneaker-Unboxing-Video. Und wie ihr vielleicht schon sehen könnt, sind hier zu meiner Linken zwei Pakete am Start. Und das Besondere hierbei ist, dass diese guten Sneaker unter 50 Euro gekostet haben. Ich würde vorschlagen, wir labern nicht lange rum und gucken uns mal an, was im ersten Paket für ein Sneaker drin sein wird. Ich mache das Ganze hier mal auf. Bam! Das ist der Reebok Exofit in der Schuhgröße 42, den ich mir bei Amazon gerade mal für 48 Euro gekauft habe. Der Preis variiert ein bisschen danach, welche Größe ihr euch kaufen wollt. Aber ich glaube, der höchste Preis, den ich gesehen habe, war so 60 Euro und ich finde diesen klassischen Schuh wirklich gerade für den Frühling, der jetzt bald vor der Tür steht, wirklich sehr, sehr nice. Der erinnert mich ein bisschen an den Adidas Calabasas Sneaker, den Kanye West anhatte. Mir gefällt einfach diese klassische Silhouette, aber Leute, der wird nicht so bleiben, denn ich habe vor, hier ein bisschen was dran zu ändern. Falls ihr da mehr erfahren wollt, dann checkt auf jeden Fall mal mein Snapchat und mein Instagram ab, weil da, ja, werde ich euch sozusagen mitnehmen und diesen Schuh hier ein bisschen aufpimpen. Mehr verrate ich aber noch nicht. Lasst euch da auf jeden Fall überraschen. Ich habe den Sneaker in der Schuhgröße 42 gekauft. Ich schwank ja immer zwischen 41 und 42. Und 42 hier passt mir wirklich perfekt. Also falls ihr zwischen zwei Größen schwankt, nehmt auf jeden Fall die größere. Ansonsten würde ich empfehlen, True to Size zu gehen. Ich würde vorschlagen, wir gucken uns direkt den zweiten an. Das ist der Vans Authentic Cherry Checker. Ich muss sagen, wirklich eine Granate. Das ist eigentlich das ganz normale Checkerboard-Muster. Mit ein paar Kirschen drauf hat mich gerade mal 35 Euro gekostet. Ich glaube, da kamen noch mal 5 Euro Versandgebühren obendrauf. Habe ich mir allerdings in der Schuhgröße 41 gekauft. Passt mir glücklicherweise aber dennoch. Aber größere Größen von dem hier ist relativ schwer zu finden. Falls ich da was finden sollte, dann ist das wie der Reebok auch unten in der Beschreibung verlinkt. Ihr kennt den Stuff, Leute. Aber als Alternative empfehle ich euch definitiv den Old School in diesem White. Der gefällt mir wirklich auch sehr, sehr gut. Und ich glaube, den werde ich mir als nächstes kaufen. Liegt preislich bei 45 Euro. Ansonsten der schwarz-weiße, Leute, ist auch ein Klassiker. Und wird selbst von A$AP Rocky noch gerockt. Die Dinger werden wirklich nie langweilig. Hier nochmal die beiden Sneaker. Mir gefallen die Dinger wirklich sehr gut. Für den Preis kann man wirklich nicht meckern. Von der Qualität her wird sich zeigen, ob die immer noch das versprechen. Nein, das halten, was sie versprechen. Aber gerade so Vans, Leute, sehen erst dann richtig nice aus, wenn die wirklich so richtig beat up sind, so richtig dirty, so richtig abgeranzt. Ihr wisst, was ich meine. Und ja, die gehen jetzt mal hier weg. Die auch. Das war's von diesem Sneaker-Unboxing-Video. Question of the Video, welchen von diesen beiden Sneakern findet ihr besser? Den Vans oder den Reebok? Schreibt mir mal gerne eure Meinung in die Kommentare. Falls euch dieses Video gefallen hat, dann gebt doch gerne einen Daumen nach oben. Es würde mich mega freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace! Ja, bitte?